In Hannover können Besucherinnen und Besucher im Kunstverein die Parallelausstellungen von Julian Oeffler, Isabelle Nuño de Buen und Lukas Zerbst betrachten. Die drei KünstlerInnen sind alle ehemalige Stipendiaten des Kunstvereins. Alle 2 Jahre vergibt der Kunstverein im Rahmen des Preises des Kunstvereins Hannover neue Stipendien an junge Nachwuchskünstlerinnen und Künstler. Und der Preis bedeutet, KünstlerInnen erhalten für 1 oder 2 Jahre sorglosen Raum zum Leben und Arbeiten. Sie erhalten monatlich ein Barstipendium von 1.000 Euro, was von der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen finanziert wird, netterweise. Und die Firma Gundlach stellt für die StipendiatInnen seit so langer Zeit jetzt ein tolles Haus in der List mit Garten zur Verfügung, wo dann Kreativität gefördert wird. Damit möchte der Kunstverein jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren und ihnen einen Einstieg in die Berufswelt ermöglichen. Gerade angesichts der Kommerzialisierung des Kunstbereichs sei die Förderung wichtig. Gleichzeitig soll die Vielfalt der Kunstszene Hannovers gefördert werden. Für die aktuellen Ausstellungen haben die drei Nachwuchskünstlerinnen und Künstler die Möglichkeit bekommen, verschiedene Räume des Kunstvereins zu gestalten. Bei Lukas Zerbst spielt der Raum als solcher dabei eine ganz besondere Rolle. Ich beschäftige mich vorrangig mit raumspezifischen Installationen und mit Rauminterventionen. Und für die Ausstellung Space Invader habe ich mir überlegt, dass ich diesmal die Raumintervention bin. Das Konzept sieht vor, dass ich hier in den Kunstverein Hannover einziehe und 6 Wochen lang für die Dauer der Ausstellung hier lebe und arbeite. Dabei ist für die Besucherinnen und Besucher aufregend, dass nicht alles während der Ausstellung gleich bleiben wird. Space Invader wird eine dynamische Ausstellung sein, die sich innerhalb der 6 Wochen die ganze Zeit weiterentwickelt. Es werden neue Arbeiten hier vor Ort entstehen. Ab Samstag ist die Ausstellung dann auch offiziell mit ihren ideenreichen Kunstwerken geöffnet. Dabei erwartet die Besucherinnen und Besucher eine moderne und vielfältige Ausstellung, die noch für die kommenden 6 Wochen zu sehen ist.